Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute schminken wir gemeinsam diesen geilen Look. Ich werde euch alle Produkte, alle Pinsel, egal was ich benutzt habe, werde ich euch in diesem Video zeigen. Falls du noch kein Abonnent von mir bist, dann kannst du das sehr gerne jetzt eben tun. Das ist ganz schnell gemacht, ein paar Klicks, zack, bumm. Bist du mein Abonnent, da würde ich mich sehr freuen und du bekommst jedes Mal Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video poste, wenn du auch die Glocke anstellst. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und auf geht's, denn ihr wart sehr gespannt und ihr wolltet unbedingt wissen, wie ich das gemacht habe, mit welchen Produkten, welche Palette ich benutzt habe, womit ich meine Lippen gemacht habe. Das komplette Make-up seht ihr jetzt. Viel Spaß! Als erstes benutze ich wie immer meine Lieblingsfoundation, das ist die Maybelline Fit Me Foundation in der Farbe 220. Dazu benutze ich immer meinen Foundation Pinsel von BH Cosmetics, das ist der Rounded Face Pinsel. Ich benutze auch jetzt im Sommer gar nicht viel, ich nehme einen Pumpstoß und verteile das überall so ein bisschen an den Stellen, wo ich ein bisschen abgedeckt sein möchte, wie zum Beispiel die rote Nase, die Augenschatten ein bisschen. Und das war es dann eigentlich auch. Welches Make-up benutzt ihr am liebsten? Was ist so euer Favorite? Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare. Falls ihr mal so Produkte habt oder so, die ich gerne mal testen soll für euch, die ihr mal sehen wollt, ob es sich dann lohnt, das für euch zu kaufen oder so, dann schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch Links in die Kommentare reinsetzen, dass ich direkt zum Produkt vielleicht komme oder so. Ich habe vorher meine Haut schon vorbereitet, habe Vitamin C Serum benutzt mit Hyaluron und habe eine Tagescreme benutzt von Yepoda, glaube ich. Wenn ihr Bock habt, dass ich da so ein Full-Face-Tutorial mal mache mit Vorbereitung, dann schreibt es mir auch sehr gerne in die Kommentare. Um ein bisschen abzupudern, benutze ich im Moment immer von Alverde das Mineralpuder und diesen Pinsel Rounded Powder, auch von BH Cosmetics. Ich verlinke euch alle Produkte unten auch in der Infobox. Könnt ihr reinschauen. Mache ich mir so ein bisschen immer hier rein. Tupfe das wieder ab ein bisschen hier. Und gehe über diese Hauptstellen, wo ich ein bisschen abgedeckt sein möchte. Wo es halt sonst einfach wegschmilzt, das Make-up, vor allem bei warmem Wetter. Bloß nicht zu viel Puder machen, das sieht dann immer so trocken und alt schnell aus. Ich bin ja auch schon Ü30. Deswegen könnten wir das jetzt auch hier ein Ü30 Augen-Make-up nennen. Als Bronzer benutze ich den City Bronzer von Maybelline New York. Oh mein Gott, New York. Der heißt Deep Cool 300. Den trage ich immer mit meinem Ify Cruz Nummer 1 Pinsel auf. Das war so ein Set von Ivanka Santa Cruz, auch von BH Cosmetics. Ich liebe einfach BH Cosmetics Pinsel, Leute. I love it. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Damit konturiere ich so ganz leicht. Also ich mache immer so hier ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen Farbe bekommt. Hier ein bisschen die Stirn ein bisschen schmaler. Das ist auch kein schimmernder Puder. Das ist wirklich matt, was ich wirklich liebe, weil ich stehe überhaupt nicht so auf Glitzer und Schimmer, wenn man ja, sowas benutzt. Falls ihr euer Doppelkinn... ja, vermutlich auch dein Doppelkinn, aber falls ihr das Doppelkinn wegretuschieren wollt, dann könnt ihr hiervon auch ein bisschen nehmen. Oder halt vom Konturpuder, genau. Und macht einfach hier, wo das Doppelkinn ist, ein bisschen dunkler. Dann habt ihr das ein bisschen optisch wegretuschiert. Mindestens optisch ein bisschen. So, für meine Augen habe ich diese Palette benutzt. Die 90s Remix Dance Palette, auch von BH Cosmetics. Ich weiß nicht, ob man die noch findet. Falls ich sie gefunden habe, wo man sie noch kaufen kann, habe ich sie auf jeden Fall unten in der Infobox ja, verlinkt. Ich zeige euch mal, welche Farben ich davon benutzt habe. Und zwar habe ich gestern für den Livestream hauptsächlich Show Me Love benutzt. Dann Heartbreaker und für innen noch Supermodel. Das sind einmal diese Farben hier. Pinsel habe ich benutzt. Einmal von Ify Cruz die Nummer 11. Einmal von Ify Cruz die Nummer 7. Ich glaube, das war's. Nee, das war's nicht. Moment. Ah, und einmal von BH Cosmetics 103. Ich weiß nicht, ob man den noch finden kann, denn das war, glaube ich, so ein Set. Wie gesagt, achtet auf die Infobox. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe angefangen mit dem Ify Cruz 7.
mir Show Me Love zu nehmen. Das ist ein schimmernder Lidschatten. Davon nehme ich ein bisschen. Und diesen habe ich grob aufgetragen auf mein Augenlid. Und zwar so. Eigentlich habe ich nur das gemacht. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso eben. Und auch schön verblenden, so ein bisschen, ne? Hier oben die Kante. Könnt ihr auch einen anderen Pinsel dann einmal benutzen. Hier so irgendein halt, der fluffig ist. Einmal ein bisschen verblenden, dass das nicht so eine harte Kante gibt. Auch schon. Sieht jetzt schon richtig gut aus, ne? Dann habe ich den Ify Kroos Nummer 11 genommen. Bin in Heartbreaker reingegangen, ein bisschen. Ganz leicht. Hab das nochmal abgepudert, abgedingst. Habe mir damit dann sozusagen einen Lidstrich gesetzt. Und zwar so. Ein bisschen ziehen. Bin auch recht weit drüber gegangen, denn wenn man dann noch Lashes aufträgt, also sich Wimpern klebt, kann man ruhig ein bisschen weiter sowas ziehen. Wenn du dir dann einen Fehler da irgendwie machst, dann nimmst du einfach einen Q-Tip oder so und gehst dann einmal nochmal so da lang. Dasselbe habe ich auch unten gemacht, aber nur bis zur Hälfte und das obere auch nur bis zur Hälfte übrigens. So. Dann könnte man das noch miteinander verbinden, wenn man möchte. Muss man aber nicht, kann man aber. So sieht das dann jetzt aus. Dann gehen wir hier in Supermodel. Wir benutzen das einfach so ein bisschen als Highlighter. Und damit gehe ich dann in diese Stelle. Verblende das auch. Nehme noch ein bisschen hier unten. Das ist so krass, diese Palette. Also ich sag euch wirklich, damit macht echt Spaß. Wenn euch das ein bisschen zu viel geworden ist an einigen Stellen, nehmt ihr einfach einen anderen Pinsel und wischt nochmal was weg. Oder geht später nochmal mit einem Concealer daher. Muss ich vielleicht auch machen, aber muss man nicht unbedingt. Ich mache eben das Auge zu Ende und danach kleben wir die Lashes und dann seht ihr auch, welche Wimpern ich benutzt habe. Als Lashes habe ich diese hier benutzt von Catrice und zwar die Serious Volume. Ist auch ein Kleber mit bei, aber ja, ich benutze immer einen anderen Kleber von Catrice. Als Lashkleber benutze ich immer diesen Lash Glue von Catrice. Den bekommt ihr in so einer kleinen Verpackung. Die ist so ein bisschen lila Flieder. So, dann kleben wir die Lashes. Wimpernzange. Das ist ein bisschen umständlich, aber ich finde das manchmal sogar angenehmer, Lashes zu kleben. Ohne Wimperntusche mache ich auch manchmal. Und dann abends einfach abmachen und fertig. Dann braucht man zum Beispiel auch nicht mehr sich so krass abschminken. Kann man die Augen und die Haut wirklich gut mit zur Ruhe kommen lassen. Wenn man einfach mal nichts macht und nur aber trotzdem irgendwie Ausdruck haben möchte oder so. Einfach Wimpern kleben ohne irgendwas. Ohne Lidschatten, ohne was. Mache ich auch sehr gerne. So. Das war's auch schon. Wir sind schon fertig. Ja, das ist dieser pinke, süße Look. Und fertig sind wir. Falls ihr Fragen habt noch, schreibt mir sehr gerne eure Fragen in die Kommentare. Dann mache ich so Reaction-Videos darauf, sehr gerne. Und falls ihr irgendwelche Looks zum Beispiel habt, die ich nachschminken soll von Promis oder so, von irgendwelchen Stars, dann lasst mir mal ein paar Screenshots bei Instagram zukommen. Da heiße ich genauso. Und
Auf TikTok heiße ich übrigens so, wo auch täglich Videos von mir kommen, unter anderem auch Vlogs und anderen komischen Kram. Und da mache ich auch immer Livestreams. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du auch dazu gehörst. Ja, das war mein Make-up-Tutorial, mein pinkes Make-up-Tutorial für heute aus meinem Livestream gestern. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video hier seht. Hab euch lieb, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!